Naja. Okay. Na, aber also ich könnte mir vorstellen, dass Gronkh das Spiel hier einfach super rüberbringen würde. Beispielsweise. Ich glaube, der hat ja auch mal einen Let's Test gemacht. Das Let's Test fand ich persönlich, glaube ich, sogar gut. Also er hat einen Let's Test dazu gemacht. Und ich fand es eigentlich ganz gut. Amüsant mal wieder. Gut, er war zu zweit unterwegs mit dem Hyuga. Ne? Hyuga war das? Ich kann Hyuga und Sarrazin nicht auseinanderhalten. Klingt zwar blöd, aber... Also stimmtechnisch kann ich die nur sehr schwer auseinanderhalten. Auch wenn es jetzt mittlerweile so ein bisschen besser geht, wo Sarrazau noch nicht so bekannt war. Sarrazau. Wo der Sarrazin noch nicht so bekannt war, da fiel es mir noch echt, also echt schwer. Die beiden, also Hyuga und Sarrazin und Gronkh und alle sind ja irgendwie bei Playmassive. Auch du bist ein Teil von Playmassive. So. Nein, da hatte ich echt Probleme, weil der Hyuga hat immer den Playcast. Playcast? Dieses Playcast hat er immer moderiert und ich dachte mir immer, Mensch, das ist doch der Sarrazin, aber wieso nennt er sich nicht Sarrazin, sondern Hyuga? Und irgendwann bin ich dann halt mal dahinter gekommen, dass der Hyuga und der Sarrazin zwei ganz verschiedene Personen sind. Und seitdem fällt es mir nicht mehr so schwer, da die Stimmen zu unterscheiden. Aber zuerst hatte ich echte Probleme. Und ich habe eine Double Barrel gefunden mit zwei Schuss. Wow! Also zum einen ist die sau laut und zum anderen habe ich nur zwei Schuss dafür. Das ist total praktisch. Naja. Just kidding, just kidding. Ich soll auch mal unbedingt, meinte jemand, zur Tyler Ranch gehen. Da soll es Sniper geben. Das will ich natürlich herausfinden. Nicht, dass ich angelogen wurde, ne? Mein Freund. Wenn ich jetzt angelogen wurde, dann mache ich die Taschenlampe an. Dann mache ich sie wieder aus. Wie lange ist es eigentlich noch hell? Nicht mehr so lang. Ich würde sagen, bis es dunkel wird, beziehungsweise so 18 Uhr halt hier dann in dem Spiel, nehme ich mal noch auf. Das wären 3 Stunden. Das wären, Gott, das wäre vielleicht noch eine Viertelstunde oder so, ne? Na, ich schau mal einfach. Wenn es mir zu dunkel wird, dann höre ich einfach auf. So. Baftisch. Wie viel Uhr haben wir mittlerweile eigentlich? Also im Real Life. Meine ich jetzt. Aber ich glaube, ich habe mein Handy. Ach ne, da liegt es. Na, eine Sekunde. Halb acht. So. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Und ich weiß leider Gottes nicht, was es heute zu essen gibt. Außerdem stört mich mein zues Nasenloch, weil ich nicht leer krieg. Wo ist denn mein Nasenspray? Habe ich das nicht? Ich muss ja gerade eh nur W drücken. Ich schaue jetzt. Upsala. Das ist eine Flasche umgekippt. Ich schaue jetzt gerade in meiner Jacke nach, ob da mein Nasenspray drin ist. Na? Das ist nicht. Okay. Kann ich mir die jetzt irgendwie markieren, diese Tasche? Nein, irgendwie nicht, ne? Okay, ach, da verdammt, ich hätte sie zumachen können, aber hier, da habe ich auch schon die andere Tasche. Und da ist mein Nasenspray tatsächlich drin. Ich bin entzückt. Ja. Und das alles mache ich schön hier während der Aufnahme. Warte. Okay. Ah. Na. Mal Moment mal gerade. Jetzt muss ich mal kurz ausspülen. So. Ich muss gleich aber, glaube ich, nochmal. Oh ja, da läuft sie noch. Na gut. Dann nochmal kurz einen Cut. Ah, so. Ich hoffe, dass ich keine dicke Erkältung bekomme. Ups, warum bin ich denn jetzt gesprungen? Na ja, egal. Ich hoffe, dass ich keine Erkältung jetzt bekomme. Das kann ich jetzt gerade echt nicht brauchen, weil ich habe halt gerade Ferien. Und Mensch, wie beschissen es ist, wenn man in den Ferien eine Erkältung bekommt. Nee, da gehen wir nicht hoch. Da habe ich jetzt keine Lust drauf.
Mach nach unten jetzt ein bisschen Body und dann mehr reicht's jetzt. Jetzt setzt Brühl. Jetzt setzt, jetzt gibt's Brühl. Okay. Ah, ach Leute. Ich habe übrigens schon, also Walking Dead Survival Instinct habe ich ja, läuft ja momentan schön als Let's Play. Und ich habe sogar schon ein Let's Play, was ich danach habe, weil ich irgendwann mal angekündigt habe, machen, also was ich irgendwann mal machen wollte. Das ist Crysis 2, kann ich jetzt schon mal spoilern. Also Crysis 2 ist geplant. Das ist für gewöhnlich ist es immer, sieht das wie folgen, so sieht das wie folgt aus. Oh ja, ich mach Crysis 2. Ah, nee, komm, guck mal, da ist ein geiles Spiel gerade rausgekommen, was du ganz gut zocken kannst. Zockst du da halt das als Let's Play. So sieht das für gewöhnlich bei mir aus. Also es ist wirklich so, bin da, ich sag mal, ziemlich eigen. Ich kündige oftmals was an. Oder zum Beispiel Half-Life 2 habe ich angekündigt, dass es kurze Zeit nach Half-Life 1 kommen soll. Wann ist es gekommen? Ist es jetzt momentan am Laufen? Weil dann einfach irgendwelche Projekte, also irgendwelche anderen Projekte noch dazwischen gekommen sind. Und das ist, finde ich aber auch, das, was ist das denn? Ach so. Aber ich finde das auch, um ehrlich zu sein, auch gut, ne? Damit, ja. Man sollte halt immer das zocken, worauf man Spaß hat. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade, also mir gefällt die Aufnahme hier gerade eigentlich ganz gut. Ich habe gerade nichts dagegen, mal eine kleine Runde War Z aufzunehmen, beziehungsweise War Z. Aber halt, da denke ich, also hier muss ich ausnahmsweise mal ans Publikum denken, wenn ich ehrlich bin. Und mir macht das auch langsam auch sicher keinen Spaß mehr, die ganze Zeit auf Colorado, auch wenn mir das hier zum Beispiel noch nie aufgefallen ist. Also mir ist noch nie aufgefallen, dass hier so viele Polizeiautos stehen. Ja, ist zwar eigentlich total unnötig, das zu wissen jetzt, aber ist mir halt noch nie aufgefallen. So, weiß ich jetzt. Also man entdeckt hier schon immer wieder was Neues, aber halt, es ist nicht mehr so, wie als ich das Spiel angefangen habe, halt. Da bin ich hier voller Motivation, voll viele neue Sachen entdeckt und alles, ne? Da war das irgendwie, ich muss es jetzt, ich sag's jetzt einfach mal. Genial, genial. Ich sag ja gerade, man entdeckt immer wieder was Neues. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Bigfoot's Crossing. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Das ist ja genial. Also find ich gut. Finde ich ein schönes Easter Egg, sag ich mal. Nein, jetzt muss ich aber mal kurz meinen Satz sagen. Meinen Satz. Jetzt muss ich mal kurz sagen, früher war alles besser. Das stimmt zwar jetzt nicht so hundertprozentig, aber als ich mit dem Let's Play hier angefangen habe, da war das schon noch so ein bisschen gechillter hier. Beziehungsweise gechillter nicht, da war es actionreicher. Wir hatten auch so allgemein nicht so viel Action. Ich bin viel zu pussyhaft in solchen Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, wie gesagt, fast jeder dritte Let's Player rennt jetzt, wäre jetzt nach Campos gerannt. Jetzt wollte ich die ganze Tscherno sagen. Also, wer jetzt nach Campus gerannt und hätte da mit diesen zwei Schuss hier versucht, was zu reißen. Aber ich kann das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann sowas nicht. Ich kann nicht sagen, nee, dem nehme ich jetzt sein virtuelles Leben. Das ist, ich nenne es jetzt mal so, das ist ein Problem bei mir. Also, das ist wirklich, das kann ich nur ganz schlecht, kann ich das. Mal so zu sagen, auf jemanden zuzugehen, so gesehen, und dann einfach zu töten. Es klingt zwar eigentlich recht positiv, aber hier in den Spielen ist das natürlich ein bisschen negativ, wenn dich jeder abschießt, der dich sieht. Dann, ja, es ist immer blöd. Aber ich versuche jetzt ein bisschen mehr zu schießen, sobald ich mal wieder eine ordentliche Fernkampfwaffe habe. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, was zur Hölle könnte da passiert sein? Und vor allem, was zur Hölle soll da ein Wassertank? Ich habe auch schon letztens überlegt, so eine. Oh, das ist, glaube ich, ein Polizei, oder? Ich weiß es nicht. Ja, naja, egal. Was ist denn? Ach. So Hütchen. Denn hab ich mal überlegt, so eine kleine Reihe zu starten. Also kein richtiges Let's Play, sondern irgendwas, was halt alle 2 oder 3 Tage halt gekommen wäre. So eine Art, so Let's erober die Welt.
Keine Ahnung. Wow. Sind da viele Zombies? Wo bin ich denn hier? Das. LOL! Seit wann sieht das hier so aus? Also schon wieder, ich sag mal, kleiner Respekt an die Entwickler, dass die immer wieder was Neues einfügen. Was ist das denn? Das ist ein Chemlight, aber ich... Oder? Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ist ein Chemlight, okay. Und hier haben wir... Oh. Hm. Auch wenn es ein bisschen komische Geräusche sind, das ist so, als würde ich hier über Wolle gehen, aber ey. Vielleicht ist es ein Wollauto. Ein Wollfeuerwehrauto, meine Damen und Herren. Ja, hier ist tatsächlich ein Unfall. Muss man ja... Also, kann man ja sagen, was man will. Das haben sie schon wieder schön gemacht. Sie haben die Haare schön, sie haben die Haare schön. Hier, leider Gottes, keine Physik. Naja, was erwartet man? Also, sorry, aber was... Was erwarte ich denn in einem Open-World-Spiel, sowas mit Physik zu versehen? Ist vielleicht ein bisschen krass. Also ein bisschen ekelhaft an Berechnungen und alles für den Server. Das wäre ekelhaft. Hm. Schade, nichts drauf.